Hey Leute, Gaming Office wieder back am Start, heute ein neues Video und zwar, ich mach mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser, und zwar wollte ich euch was sagen, und zwar ein kleiner Trick, wie man extrem schnell levelt. Und zwar, ihr seht ja jetzt schon links die Stempel, jetzt mal abgesehen davon, die natürlich jeden Tag machen, ist am logischsten, kannst du gut leveln, weil man kann halt einfach nicht mehr so einfach leveln wie im anderen Battle Pass, oder besser gesagt wurde es verändert. Und zwar kann man jetzt den Battle Pass hauptsächlich auch durch Zocken erspielen, was halt letzte Season nicht möglich war, weil du im Prinzip den Battle Pass nur auf 100 geschafft hast, wenn du den Battle Pass, die Battle Pass Challenges jedes Mal gemacht hast. Und ansonsten hat sich halt auch verändert, dass es keine extra Gratis-Stufe oder keine extra Gratis-Abteilung und keine extra Battle Pass-Abteilung gibt, sondern es gibt einen Battle Pass für alle und zwischendrin sind halt auch Sachen, die die Spieler kriegen können, die halt keinen Battle Pass haben. So, dazu erstmal eine kleine Sache, dann würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, und zwar, ihr wisst, ich habe den Creator Code Gaming Office. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den in eurem Creator, in eurem Shop eingibt, gerade wenn ihr euch den Battle Pass holt vorher einfach den Tag eintragen. Würde mich extrem supporten, vor allem weil jetzt am 19. glaube ich bis 21. gerade über das Wochenende sind die Creator-Einnahmen auf doppelte Ehrenbruder-Basis. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Und jetzt kommen wir einfach direkt dazu, zum Trick. Ihr startet als erstes natürlich eine schöne Runde Gruppenkeile, weil man da einfach entspannt und am meisten Zeit hat. Und dann geht's gleich los. So, okay, wir haben... ist eher jetzt super optimal für uns, aber es geht auch natürlich auch so. Als erstes geht ihr hier unten Richtung Misty Meadows und geht dann ungefähr hier hin. Dort sind in der Regel immer Boote. Es spawnen, glaube ich, auch noch hier und hier Boote ab und zu, aber hier der Spawn vom Boot ist eigentlich fast bei 100%, deshalb gehen wir da einfach mal hin. Und zwar ist das ein Trick, wie ihr einfach, oder es ist, ich denke mal einfach, es ist ein Bug, es ist, denke ich mal, nicht gewollt von Epic Games. Aber während ihr in Boote seid, könnt ihr die Orientierungspunkte jedes Mal, wenn ihr einen freischaltet, ihr seht ja hier graue Orte, da gibt es jedes Mal für einen Orientierungspunkt 2000 XP. Und es gibt den Bug, dass man bei den Brücken hier, dann ist glaube ich hier nochmal eine, dann ist hier, es gibt auf jeden Fall ein paar Brücken, die wir dann gleich abfahren werden. Und bei jeder von denen kriegt man 2000 XP. Und das ist halt einfach der Bug, auch wenn man die schon besucht hat, kann man die XP von dem Orientierungspunkt trotzdem noch bekommen. Ich sehe jetzt gerade, hier ist kein Boot gespawnt. Dann hoffen wir mal, dass hinten eins gespawnt ist. Gehen wir mal rüber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier mit dem Boot angekommen. Dann fahren wir direkt zur ersten Brücke, und zwar könnt ihr hier einfach gerade abkürzen direkt. Würde ich euch empfehlen, weil ich meine, Gruppenkeile ist halt nochmal ein bisschen abhängig, wie die Zone ist, aber unsere ist jetzt hier ein bisschen suboptimal auch. Ihr seht jetzt hier gelbe Stahlbrücke, ich habe 2000 Orientierungspunkte bekommen. So, die nächste Brücke wäre dann hier oben, die hier. Und dafür fahren wir jetzt erstmal hier geradeaus durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr könnt jetzt auch, wie ihr habt gerade gesehen, man kann die Strecken eigentlich recht gut abkürzen manchmal. Würde ich euch auch empfehlen. Wir haben jetzt ein bisschen Pech mit der Zone. Aber hier ist direkt der nächste Orientierungspunkt. So, der nächste Punkt wäre dann... Ja, ich habe an der Stelle gesagt, unten, also da, wo der Maismarker jetzt ist, da ist es nicht. Und zwar ist der oben drüber. Ich markiere es euch hier jetzt nochmal. Hier. Und dann fahrt ihr hier einfach nochmal lang. Ich zeige euch das später auch nochmal auf der Karte. Die einzelnen Punkte, die ihr abfahren müsst, das zeige ich euch dann gleich am PC. Ich bin falsch gefahren.
wir sind jetzt hier an der nächsten Brücke angekommen, die befindet sich hier. Und jetzt gehen wir zur letzten Brücke, und zwar die hier oben. So, und jetzt kriegen wir den nächsten Orientierungspunkt, und ihr habt wieder 2000 Punkte gekriegt. Das sind dann insgesamt 8000 EP, und ihr könnt jetzt einfach die Runde verlassen. Ich habe gerade ein bisschen reingefailt bezüglich der Strecke vom Boot abfahren. Ich bin außerdem zur falschen Brücke gefahren. Ich glaube, ich lasse es drinne im Video, damit ihr den Fehler nicht auch macht. So, und jetzt zeige ich euch das am PC. So, ihr habt jetzt hier die Map. Ich weiß nicht, ob ihr die ein bisschen kleiner machen könnt. Ah, passt schon. Also, ihr fahrt als erstes, landet ihr ungefähr hier. Ungefähr hier landet ihr, holt euch ein Boot. Oder ihr müsst halt hier an den anderen Stellen, hier gibt es auch Boote am See. Auf jeden Fall fahrt ihr dann hier runter zur ersten Brücke, und zwar hier. Und dann fahrt ihr den ganzen Weg hier hoch. So, ja, Digga, ich bin. Könnt hier gerne abkürzen. Und fahrt hier hoch zu der Brücke. Dann fahrt ihr hier den ganzen Weg entlang. Zack, zack, zack. Geht ihr zu der Brücke. Ach, Digga. Mein Paint-Skill ist gefühlt absolut nicht da. Dann geht ihr wieder hier zurück. Und geht hier hin. Also die einzelnen Punkte mache ich euch nochmal hier rot. Eine Brücke, die zweite Brücke, die dritte Brücke und die vierte Brücke und jeweils immer 2000 XP. Dann könnt ihr die Runde, wie gesagt, einfach leaven und ihr habt die Level trotzdem behalten. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und haut auf jeden Fall gerne ein Abo und Like da raus, wenn ihr wollt. Digga, ich bin wieder komplett down. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Creator-Code eintragt. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.